Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euren Audi A3 Sportback in diesem Fall mit Castrol Engine Shampoo pflegen könnt. Moin Moin und hallo, hier stehen wir vor einem TFSI-Motor, also ein Turbo Full Stratified Injection Motor. Es ist in dem Fall ein Audi, aber Motor ist Motor, das ist egal. Denn wir wollen vor dem Ölwechsel die Schlammbildung da drinnen mal entfernen. Dafür bietet sich an, eine Engine Shampoo zu benutzen, wie dieses hier. Das bindet nämlich dann die Ablagerungen an sich und wird danach mit dem Ölwechsel dann herauslaufen. Wie machen wir das? Der Motor selber steht jetzt einfach hier vor uns. Er ist kalt momentan. Das ist dem Way. Der kann auch warm sein. Das ist alles egal. Wir gehen hin und packen eine komplette Flasche mit unseren in unseren Motor hinein und lassen ihn danach 10 Minuten laufen. Wenn ihr 7 Liter oder so Maschinen habt, dann könnt ihr sogar 2 von den Dingern benutzen. Aber so normale Motoren hier, 3-Zylinder, 4-Zylinder, 5-Zylinder etc. reicht komplett eine Engine-Shampoo-Anwendung aus vor dem Ölwechsel. Ihr solltet nicht dann mit rumfahren, das ist ganz wichtig, denn natürlich wird das Öl dann verändert währenddessen und dann sollte der Motor natürlich nicht unter Last laufen. Das heißt also, wir gehen hin, öffnen Motoröl-Einlassstutzen, zack, holen uns das Engine Shampoo, das ist so eine Flasche hier, öffnen dort oben die Luke und haben jetzt hier im Prinzip eine Einfüllmöglichkeit geschaffen, gehen hin und kippen das ganze Zeugs da rein. Im Prinzip sieht es aus wie normales Öl, ne? Das kippen wir oben auf und können danach den Motor starten und ihn dann für 10 Minuten laufen lassen. Das sieht wirklich genauso aus wie frisches Motorölchen. Ist ein bisschen dünnflüssiger. Kommt natürlich auf die Viskosität eures Öls, welches ihr fahrt im Motor drauf an. So, das heißt also, hier haben wir schon mal unseren Job getan. Jetzt kommt natürlich der Deckel wieder oben drauf. Deckel wird geschlossen. Eventuelle Leckagen solltet ihr entfernen. Also wenn ihr geleckt habt, solltet ihr das entfernen. Und jetzt starten wir das Fahrzeug ganz easy peasy, indem wir uns hineinsetzen und es dann anlassen. Das heißt also, einmal gehen wir ins Fahrzeug. Wir sitzen im Fahrzeug. Nun heißt es Kupplung treten, Motor starten, Leerlauf rein. Und jetzt lassen wir es einfach so mit gezogener Handbremse für 10 Minuten laufen. Achtet darauf, dass es in einem ventilierten Umfeld passiert, ne, dass ihr euch nicht eine Kohlenmonoxidvergiftung einholt. Und nach 10 Minuten können wir dann ganz normal den Ölwechsel performen. Das heißt also dann nach 10 Minuten Fahrzeug hochbocken, Öl ablassen, Ölschraube ersetzen, Filter ersetzen, Öl neu auffüllen, ganz normales Öl, was ich sowieso für den Motor klassifiziert habe, rein. Und dann ist das auch schon erledigt. Das Öl, was rauskommt, wird etwas dunkler wohl sein, weil die Verschlammungen dann darin gelöst sind. Und dann war das. Nur ganz wichtig, Homies, ihr dürft nicht jetzt damit rumfahren. Es gibt nämlich auch andere Motorschlammlöser, da sollt ihr drin rumfahren, aber dieses Produkt ist jetzt darauf spezialisiert, dass es nur im Idle Mode, sprich im Leerlauf selber, 10 Minuten einwirken muss. Dabei werden die ganzen Teilchen gelöst, der Schlamm wird gelöst und kann dann durch den Ölwechsel herausgeschwemmt werden und danach habt ihr weniger Verschlammung, Verkorkung im Fahrzeugmotor und das wird die Lebenszeit eures Motors exorbitant erhöhen. Ganz easy peasy, eine leichte, ein schönes Shampoo für euren Motor. Das kann man für Dieselfahrzeuge und für Benziner einsetzen. Nur für Elektrofahrzeuge ist es nicht ratsam. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun!